Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Shakes and Fidget. Und wie könnte es auch anders sein, heute endlich das lang erwartete Epic Event. Und die Tränke hier hatte ich mir mal aufgehoben, kommen jetzt alle weg. Denn es ist Blättern angesagt und beim ersten Mal gleich ein Epic. Und das bringt 10 mehr als das alte, das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Und ein Ausdauertrank, den nehme ich mir auch. Ja, das ist doch schon mal super. Kann man das dann heute noch in die Toilette hauen? Den werfe ich weg. Und den setze ich ein. Und weiter geht's. Ja, wieder nichts Gutes. Ich habe vor, mich beim Epic Event schon wieder eins komplett Epic zu machen. Also Full Epic auszurüsten, damit ich bei den Dungeons bei 200 dann auch eine Chance habe, die alle wirklich zu besiegen. Weil der nächste Dungeon, der ist schon ziemlich krass. Also, die bärtige Lady war es, glaube ich. Die ist sehr stark, stärke Gegner. Und deswegen brauche ich dann auch die vielen Epics, die ich heute finden werde. Einen habe ich ja schon. Und wie ihr seht, klicke ich mich ganz schnell durch. Denn ich habe nicht vor, mir normale Ausrüstungen zu kaufen. Die behindern mich nur und nehmen zu viel Platz im Inventar weg, wenn sie zu schlecht sind. Ja, also im Zauberladen, man sieht's, habe ich jetzt nicht so viel Glück, vor allem nicht mit Tränken. Meine sind fast abgelaufen, deswegen brauche ich die. Ich blätter mal ein paar Mal im Waffenladen. Eine Epic-Waffe wäre schon ziemlich gut, dann könnte ich heute in diesem Let's Play auch noch den Dungeon probieren. Ja, und die Kadaverjacke, die nehmen wir doch gleich mal und rüsten sie auch aus. Die Rüstung ist jetzt nicht so gut, aber die Werte sind doch schon ziemlich gut. Und ja, dauert wieder ewig, bis da was Gescheites kommt. Doch lieber Zauberladen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte jetzt nicht so viele Pilze ausgeben. Na gut, erstmal in die Taverne und eine neue Quest ist fertig. Dann tun wir doch gleich mal das alte Epic reinschmeißen. Und dann geht's weiter im Zauberladen. Noch schnell eine Quest starten. Und oh, nur für Gold. Super. Man merkt schon, mein Gold schwindet und meine Lebenstränke, die kosten echt viel, auch wenn sie Pilze kosten. Ein ziemliches Vermögen wird man da wert. Ich habe jetzt schon fast 1 Million ausgegeben und ein Lebenstrank nach dem anderen. Na da los. Mal schauen, wie lange halten sie jetzt? 15.09., 25.08. und 27.08. Ich bräuchte jetzt eher mal wieder Geschicks- und Ausdauertränke. Na also, wer sagt's denn? Geht doch. Bis 2 Millionen, dann kaufe ich mir keine Tränke mehr. Ah, was ist denn da los? Schon wieder der epische Backstage-Pass der Wichtigkeit. Das dritte Mal jetzt habe ich ihn. Oder hätte ich ihn. Natürlich kaufe ich mir den jetzt nicht. Ich habe einen besseren mit 199 auf alle Attribute. Was ich denke, ist schon ziemlich gut, weil der hat schon 10 mehr gebracht als der andere und den habe ich erst vor 2 Leveln bekommen. Und ich finde keine Epics mehr, das gibt's ja nicht. Und wieder ein Aller-Attributs-Epic, das kaufe ich mir aber trotzdem. Zusammen mit dem Ausdauertrank und schmeiße ich die auch gleich wieder rein. Und das Item verkaufe ich. Es wäre schon mal gut, einen 3-Attributs-Epic zu bekommen. Oder einen guten Ring. Epic-Ring natürlich. Und man merkt, ich werde langsam arm. 2,5 Millionen noch. Ja, die Lebenstränke, die kosten so viel Pilze, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da kaufe ich mir jetzt erstmal die nächsten paar nicht mehr. Die kommen natürlich massenweise und alle Attribute plus 195 ist auch nichts Gutes.
Dann nehme ich mir noch den hier und dann mache ich im Waffenladen weiter, wo ich hoffentlich jetzt etwas mehr Glück haben werde. Eine Epic-Waffe, die brauche ich echt dringend. Ich hatte jetzt schon echt so lange keine mehr. Ups, hier ist eine. Zwei Epics auf einmal und dann zweimal alle Attribute. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Ich habe so ein Pech, das glaubt ihr ja gar nicht. Soll ich den jetzt nehmen? Aber der hat eine echt schlechte Spanne. Also vom Insgesamtschaden nicht her, aber einfach, das ist ja fast gar nichts. Die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die kaufe ich mir aber. So. Und die kommen wieder weg und die beiden hau ich rein. Und weiter geht die Suche nach einer guten Epic-Waffe, die ich hoffentlich bald finde. Und ein Gürtel mit alle Attribute bis 197, den nehme ich nicht. Ist euch auch so aufgefallen? Ich habe bis jetzt nur ein 3-Attributs-Epic bekommen. Und das ist die Kadaverjacke, die jetzt von Rüstung her gar nicht mal so gut ist. Also eigentlich bisher kein sehr gutes Epic. Und im Waffenladen sieht man es, da habe ich sehr wenig Glück, bis auf die zwei Epics gerade auf einmal, aber waren ja beide nicht so gut. Aber jetzt bin ich eh fast voll Epic, mir fehlen noch 4 Stück. Und ja, dann kommt jetzt hoffentlich mal was, denn im Zauberladen ein paar Tränke brauche ich noch. Das hängt jetzt schon ziemlich beim Blättern und oh, was haben wir denn da? Mist, die haben ja eine sauschlechte Rüstung. Nein. Ach nee, das ist ja jetzt saublöd. Die kaufe ich mir aber trotzdem. Alle 3 Attributs-Epic, die brauche ich einfach. Auch wenn es jetzt ein schlechtes Epic ist. Die brauche ich für die nächsten paar Dungeons. Vor allem, wenn es ein Geschicksgegner wird, da brauche ich Glück und Ausdauer. Und ja, dann schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Hopp, ich habe bald wieder die Tausendergrenze der Pilze überschritten. Und ich hoffe, ich finde jetzt noch was. Und ein Glücks-Epic. Nein, genau bei 1000 Pilzen kommt sowas Episches. Und dann ist es ein Glücks-Epic. Und dann auch noch eine Rüstung, die ich eh schon hatte. Das ist jetzt mal sehr ärgerlich. Dann mache ich noch mal ein paar Mal. Oh mein Gott, das ist ja nicht zu fassen, was für ein Pech ich habe. Ah. Nehme ich trotzdem. Sie zwingen mich ja fast dazu, die Teile zu nehmen. Und was ist denn da los? Genau dasselbe Epic habe ich doch schon. Das vierte Mal jetzt. Das vierte Mal. Ich kann es einfach nicht fassen, was für ein Pech ich habe. Und da ist es mit 238. Was ich für ein Pech habe, das übersteigt ja alle Grenzen, ey. Dann blätter ich morgen gar nicht mehr weiter. Das ist sehr sinnlos. Bis zum nächsten Epic mache ich jetzt noch einmal durchblättern. Dann ist mein Gold eh jetzt fast leer. Und dann muss ich mich wohl geschlagen geben gegen den großen Fidget, den Meister des Zauberladens, der mir kein Epic gönnt. Was ist denn das? Ey, das ist ja nicht mehr normal. Nehme ich trotzdem. Nehme ich trotzdem. Ja, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wirklich schade, was hier jetzt alles passiert ist. Alle Attribute. Ja gut, jetzt habe ich sie wenigstens ausgetauscht. 2 habe ich noch, 4, 3 Attribute und 3 normale habe ich noch. Full Epic hat jetzt nicht ganz funktioniert.